seid ihr jetzt heute hier? Ich kann euch ja nicht, kann euch einfach nicht einpacken. Aber nächstes Mal, wenn wir das früher wissen. Jetzt schauen wir erstmal rüber nach Holland, lernen ein paar Holländer kennen, die mit vollem Eifer Deutsch lernen und ein paar Deutsche, die sich am Niederländischen versuchen. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Wenn es Uhrzeiten durch den Wald von Hilversum schallt, dann ist wieder Sprachkurs mit Silvia. Sie tanzt sich mit ihren Schülern einmal rund um die Uhr, Niederländischkurs mit allen Sinnen. Seit 25 Jahren bringt Silvia Clemens jetzt schon deutschen Niederländisch bei, mal singend, mal tanzend oder auch beim Einkaufen, was man eben so braucht. Drie Bananen. Ich mache noch ein Backje Aardbeien. Sprachkurs im Supermarkt. Mein Prinzip ist, dass man halt das tut, was man auch im echten Leben tut. Das, wo man Niederländisch auch wirklich braucht. Und wenn Leute sagen, sie wollen einkaufen können, dann gehen wir halt einkaufen und üben das so lange, bis sie es können. Und dann wird gekocht. Silvia Clemens hat eine preisgekrönte Methode entwickelt, Niederländisch zu lernen. In ihrem kleinen Haus bei Amsterdam trichtert sie in Intensivkursen deutschen Niederländisch ein. Nicht im Klassenzimmer, sondern in ihrer Küche. Viele ihrer Teilnehmer sind Deutsche, die nach Holland gezogen sind. Es ist eine Frage des Respekts für mich. Wenn ich hier lebe, dann möchte ich auch den Leuten in ihrer Sprache begegnen können. Es macht mir einfach großen Spaß. Und im Alltag ist es trotzdem schöner. Also wir haben zum Beispiel zwei Nachbarn, links und rechts, das sind alleinstehende ältere Herren. Und da ist es einfach schön, wenn du in der richtigen Sprache mit denen sprechen kannst, weil die eben kein Englisch sprechen. Silvias Garten ist zum Ort der deutsch-niederländischen Völkerverständigung geworden. Die Sprache des kleinen Nachbarn lernen, dafür kommen die Deutschen zu ihr. Iris hat sich in einen Niederländer verliebt, aber gleich auch in ein ganzes Land. Ich fand sie sehr tolerant, die Niederländer. Sie wollen, wenn sie merken, dass man die Sprache nicht spricht, möchten sie gerne sofort Englisch mit einem sprechen. Und mir ist es oft passiert, dass also wirklich Leute für mich irgendwo angeklingelt haben, einen ganzen Supermarkt durchgelaufen sind, um irgendwas zu suchen, was ich gerne gehabt hätte und wusste eben nicht das Wort auf Niederländisch. Und so zeichnen Niederländer und Deutsche das Bild, das sie voneinander haben, gerade ganz neu. Auch dank Silvia Clemens Sprachkursen, Völkerverständigung mit allen Sinnen.